Er will nicht für Unruhe sorgen. Der beste Witz, den Rummenigge je gerissen hat, oder? Ja, auf der nach oben in offenen Heuchelskala ist das schon ein ganz hoher Wert. Es ist ja für den deutschen Fußball völlig unerheblich, ob wir jetzt ein gutes oder ein schlechtes Verhältnis haben. Man sollte sich da auch nicht so wichtig nehmen. Nur, ich höre auch viel, was bei Bayern läuft. Wir haben jetzt ehemalige Spieler, die bei Bayern sind und was weiß ich was. Aber ich würde doch niemals im Leben, und wenn ich das irgendwann tue, dann können Sie mir das bitte öffentlich vorhalten, mich über Vertragsdetails von Bayern München äußern. Das machst du doch einfach nicht. Das ist das einzige Problem. Vielleicht sind wir die letzten Jahre wirklich dann der größte Konkurrent von Bayern, in Anführungszeichen. Bayern hat ja fast niemanden mehr. Aber du musst doch das nicht permanent in die Öffentlichkeit tragen. Wenn du einen Marco Reus haben willst, ist das legitim, dann kannst du das niederlegen, da beim Spieler, beim Berater oder was weiß ich was. Aber da jede Woche ein öffentliches Statement zu abgeben, das ist unser Spieler, das ist ein BVB-Spieler und da erwarte ich, dass man das mit Respekt macht. Ich bezweifle momentan, dass er große Lust hat, zum FC Bayern zu wechseln, weil ihn das, glaube ich, tierisch nervt, dass ständig da über ihn geredet wird. Wenn Sie dann demnächst Weihnachten Meister werden wollen, ist Ihre Aufgabe wahrscheinlich sogar, habe ich volles Verständnis, aber man kann es trotzdem mit einem gewissen Maß an Niveau machen. Mit Uli Hoeneß, das war ja auch so, dass wir uns durchaus auch mal gekeilt haben, ne? Was aber auch dazu gehört, Bellariti sagt ja, das gehört auch ein bisschen zum Geschäft, aber Hoeneß kam immer von vorn und dann konntest du dich bekämpfen und dann war es wieder dadurch. Und Rummenigge kommt nicht von vorne. Ich rede über Hoeneß. Und das fand ich gut, weil es war völlig klar, er ist der Mann, der den FC Bayern zu dem gemacht hat, was er ist. Das ist Uli Hoeneß, das ist ja gar keine Frage. Und er hatte Streitkultur. Gut, mit Hoeneß fertig, ne? So, wie kommt also Rummenigge jetzt daher? Zu Rummenigge gibt es von mir heute kein einziges Wort mehr. Anders, ne? Weil wir jetzt gut daran tun, uns nicht Nebenkriegsschauplätze auferlegen zu lassen von außen, sondern uns auf unser Kerngeschäft zu fokussieren, was jetzt heißt, mal den Tabellenplatz 16 irgendwann mal zu verlassen. Applaus